Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich grüße euch alle herzlich hier wieder zur nächsten Folge von Strategy Command. Europe in War? Ach, ich habe keine Ahnung, ich vergesse den Titel jedes Mal. War in Europe, Europe in War, ihr wisst was ich meine, Europakrieg. Gegen Darok, schaut bei ihm vorbei, lohnt sich. Um die andere Seite zu sehen, wir sind letztes Mal hier durch die Maginot-Linie gegangen. Der wird Mühlhausen wohl nicht freigelassen haben, das glaube ich nicht. Das ist wieder ein Anzeigefehler. Das ist ein bisschen doof, finde ich mittlerweile, dass das so ist. Aber andererseits hat er auf jeden Fall da was strategisch verlegt. Aha, der kontrolliert meine Häfen. Ist jetzt aber noch nichts Wildes dabei. Und ja, der hat also meine Marine nicht gefunden, also meine U-Boote. Das ist schon mal sehr gut. Die müssen, ich bin so hin und her gerissen, ob ich die versuchen will. Okay, er hat die in England aufgestellt. Schade. Litauen befindet sich weiter im Einflussbereich, da die Sowjetunion unsere Änderungsvorschläge für den Grenz- und Freistaatsvertrag abgelehnt haben. Wenn wir das Land einnehmen, bevor es Stalingrad dazwischenfunken, könnten wir guten Augen bleiben. Die Annexion Litauens würde ohne Zweifel für große Unruhen in der UdSSR sorgen. Doch daraus dürfte keinerlei direkter Konflikt entstehen. Wenn Sie Ja sagen, annektiert das Deutsche Reich Litauen und die UdSSR. Nein. Das Spielchen machen wir nicht. So, also du gehst jetzt mal bitte mit an die Front. Du gehst nach hier. Du gehst nach da. Du gibst ein. Oh, der hat kostenlos jetzt. Obwohl, nee, das hatte ich schon vorher, ne? Ja, okay. Du musst auf jeden Fall hier irgendwo hin. Ich muss mir das nachher angucken. Genau, er hat jetzt hier nicht freigemacht, das, was ich meinte. Wir könnten aber hier auf jeden Fall rein. So, jetzt erstmal gucken. Also, den Jäger brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte jetzt gerne ihn hier unterstellt. Der kann auf jeden Fall über hier hin. Das Problem ist jetzt dabei. Wir probieren mal. Okay. Eins. Du gehst mal einen Schritt rein. Ich könnte sogar. Der 3, das kostet mich 3, da reinzugehen. Moment. Das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht. So. Okay, das hat jetzt schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier ist die Luftabwehr, die wird er gleich nach vorne bringen. Den Jäger, der braucht erstmal neue Dingens. Ja, okay. Ich könnte die Panzer eigentlich hier durchschleusen, ne? Weil das hier kriegt er nicht länger gehalten. Macht die Mobilität schon Sinn? Das ist wichtig für die Dingens, hier für die Moral. Du kannst da oben bleiben. Der muss sich jetzt ja theoretisch hier drauf fokussieren. Das heißt, dass er diese Linie hier oben gar nicht mal so krass halten kann. Weil ich jetzt hier ein bisschen nur Druck mache. Das ist nicht viel, das ist so ein dezenter Druck, sage ich jetzt mal. So, du dahin. Du hierhin. Genau, du einmal in die Front. So, du an die Front. Du nach da.
Du nach hier, du kriegst auf jeden Fall noch bessere. So, komm, wir gehen jetzt erstmal einmal hier komplett aus. Das müssen die nächste Runde auch nochmal verbessert werden. Also ich muss ein bisschen Geduld haben. Wir haben 70% schon erreicht. Das ist eigentlich schon mehr, als ich wollte. Der hat jetzt zwar Erfahrung gesammelt, aber wir auch. Das ist ganz nett. Also dadurch sammeln die hier ein bisschen Erfahrung durchs Kämpfen. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen gegen Frankreich. Wir können die U-Boote theoretisch jetzt verbessern. 7. Ja, ich wollte jetzt mal checken, ne? Okay, hat er leider nicht. 7. Ja. Eigentlich müssten wir uns zurückziehen. Aber ich sehe das jetzt nicht, dass wir uns zurückziehen können. Weil hierdurch ist Kacke, hierdurch ist eigentlich Kacke. Andererseits, seit hier keinerlei Kontrolle gerade stehen, ne? Wäre möglich. Hier kann ich eigentlich. Hier kann ich mich so platzieren. Kommt er nicht mehr raus. Habe ich noch einen Zerstörer? Nee. Schade. Schade. So. Jetzt könnte ich 550 einfach auf Produktionstechnologie gehen. Das wäre wichtig. Schwere Bomber ist nicht möglich. Fehlen mir 4 Punkte. Dafür fehlen mir 4 Punkte U-Boot-Weiterentwicklung. Das ist halt theoretisch eine sehr, sehr wichtige Technologie, die ich aber jetzt eigentlich noch akut nicht brauche, ne? Andererseits, wenn meine U-Boote besser sind, dann kann ich das jetzt hier aufhalten, kann den Engländer Hardcore beschäftigen und die amerikanischen Verstärkungen, falls sie kommen, besser rausnehmen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie der das managt hier Thema U-Boot-Krieg. Das ist ein Problem. Mittlerweile ist der sogar schon Stufe 2 hervorragend. Der ist Stufe 1, auch Stufe 1. Was habe ich denn bekommen? Ich habe noch einen Fallschirmjäger. Du kannst auf jeden Fall hier positioniert sein. Bereit machen. Gariboldi-Befehlshaber. Theoretisch muss der übersetzen, ne? Der müsste übersetzen, weil ich muss dem das ja nicht schenken. Nicht Italien, hier das hier. Tobruk. Ich würde die gerne beide rübersetzen. Dann kannst du eigentlich ausschiffen. So. Und dann brauche ich jetzt eigentlich noch. Ich brauche einen, zwei. 3, 4. Ich brauche 4. Von den Dudes. So. Bei keinem Bock, dass eine frühe Landung kommt und mir das Ding da rausnimmt. Einen Schritt nach vorne, damit wir vorne ein bisschen besser bombardieren können. Der hier steht natürlich ziemlich clever. Gut, dass wir das auch gesehen haben. Mit der Luftabwehr. Die können wir wahrscheinlich sogar nächste Runde rausnehmen. Mit besserem Wetter, weil Verschanzung niedrig, Bereitschaft niedrig, der tauscht durch, dann oder der macht irgendwas anderes. Also das müsste der aufgeben oder er stirbt. Beides wäre mir recht. Der könnte natürlich auf ziemlich nicht auf den jetzt hier einprügeln. Andererseits ist der ein wesentlich besserer Befehlshaber unter ihm unterstellt als der da hinten. Ich könnte ihn von Marnstein ersetzen, aber ich glaube, das passt so. Ich würde gerne lieber die 150 Punkte für irgendwas verwenden. Seekrieg? Nee. Landungen machen wir nicht. Erdkampfflugzeuge kann ich noch nicht. Das wäre nämlich auch eine super, super, super wichtige Technologie. U-Boot-Jagd nicht so wichtig. Luftabwehr. Oh. Luftabwehr auch super wichtig. Hoppala.
weil ich weiß, dass er auf jeden Fall nachher luftwaffentechnisch überlegen sein wird. Gehen wir eher auf Angriff wegen den U-Booten. Oder Verteidigung. Ach komm, wir gehen erstmal auf. Hätte ich das jetzt hier vorher doch drüber nachgedacht, dass ich die 4 Punkte noch brauche, hätte ich das hier nicht gemacht, sondern hier rein investiert, aber ist zu spät. Andererseits die Produktion, ne? Das ist eine Fünfer-Technik. Oh, das ist ja auch eine Fünfer, uns auch eine Fünfer. Eigentlich macht es Sinn, eine Technologie zu fokussen, im Gegensatz zu einer Technologie neu anzufangen. Ja. So, darum hat sich das entschieden. Denn ich habe einen höheren Boni, weil hier, das kriege ich ja doppelt. Dann habe ich die Technologie früher, als wenn wir beide einzeln forschen. So. Schwere Entscheidungen immer. So, du tauschst mal hier euch. Weil da kann ich euch bessere Waffen geben. Kann ich ihm bessere Waffen geben. Ja, wir gehen hier durch Belgien und Niederlande. Wobei das jetzt hier auch ganz gut wäre, aber das hätte ich schon jetzt dann vorher fokussieren müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Dann hätte ich den Panzer schon direkt von Anfang an hier bringen müssen, dann durch und. Das wäre jetzt nicht so gut. Dann hätte ich nämlich Niederlande und Belgien später holen können, bringt natürlich einen Vorteil gegen die UdSSR. Andererseits könnte ich das immer noch machen. Ne? Wenn ich jetzt in der nächsten Runde kille, kann ich die hier immer noch runterziehen. Andererseits, die brauchen jetzt noch Waffen und Mobilität. Ich muss drüber nachdenken. Die Briten feiern die Eroberung der Altmark in norwegischen Gewässern. Okay. Französische Truppen gerade in Prahn, als die Maginot-Linie überwunden wird. Okay. Nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.